Warum ist das wohl so? Ich kann dir eins sagen. Für den Parkplatz, den ich da habe, habe ich schon 150 Euro für den Monat angeboten bekommen. Doch. Und ich zahle 35. Vielen Dank. Nur mal so. Ja? Wäre kein Corona, könnte ich mir auch einen Parkausweis besorgen und dann hier mir irgendwo einen Parkplatz suchen. Aber bis 8 Uhr abends ist hier eigentlich immer alles voll. Leider. So. Hier gibt's das volle Programm. Bis ich hier alles oben habe und wahrscheinlich tot zusammenbreche, kriegt ihr das jetzt alles mit. Geil, oder? So, Leute. Es ist alles abgeschickt. Ich habe hier lauter Sendungsnummer mit euren Namen. Wenn halt etwas nicht ankommt, dann sagt Bescheid. Ja, damit ich das nachprüfen kann. Dafür ist bezahlt. Wisst ihr Bescheid, ne? Alle Belege von 21 sind da drin. So, jetzt mache ich mir eben noch hier den Chat an. It's amazing. Dubbel, dubbel, die dumm. Dumm, die dumm, bum, bum. Na, komm schon, Fire TV. Hau mal ordentlich rein jetzt. Alter Fernseher. Unten steht noch ein Fernseher. Ich glaube, ich werde die beiden tauschen. Na gut, das dauert so lange, da kann man auch noch slow. Rumpi-dum. Ah! Zweite Runde. Ich muss noch zweimal gehen. Einmal mit dem kleinen Kühlschrank. Das, also, noch, wenn ich mich hier anmelde, ne, mit Twitch. Ich bin ja nie angemeldet, ne, also mit meinem Account nicht. Und was ist das für eine Nummer? Sub-Marathon Tag 6. Je Sub eine Minute. 14.000 Zuschauer.
Jedes Mal, wenn ich den anmache, pennt er. Was passiert denn da dann die ganze Zeit? Ist egal. Letztens habe ich gesehen, er pennt und dann zeigen die Dokus. So kann man das natürlich auch machen. Ne? Aber ey, wenn Leute das gucken, bitteschön. Ne? So. Hallo Chat. So, entblättern ist angesagt, Leute. Oh. Richtig schönes Wetter. Oh Mann. Zweimal. Der zockt die Nacht durch. Okay. Aber trotzdem. Ich will gar nicht. Aber trotzdem. Wie gesagt, also jetzt war er auch gerade wach, glaube ich. Aber sonst immer, wenn ich eingeschaltet habe, hat er gepennt. Und dann lief eine Doku. Und kann ich auch. Lege ich mich da hin, mache eine Doku an. Ne? Ach, wird schon sein, großer Abend. Er ist ziemlich gut in GTA. Ah, okay, verstehe. Das Geilste ist, wenn du unten stehst auf der Treppe, hast einen Kühlschrank in der Hand und eine Nachbarin. Oh, das ist aber ein toller Kühlschrank. Wo hast du denn den? Und fängt erstmal an, mit dir zu diskutieren.
Leute. So. Einmal noch. Fernseher, Schild. Nix wurde geshoppt. Gar nix. Ja, Monte spielt halt, ne? GTA. Wenn es... Ich weiß nicht, wie viele Leute da hinterherrennen wegen des Fames. Also ich habe es letztens mal gesehen und da waren es, glaube ich, 89.000 Zuschauer. Und ich freue mich tierisch für Monte, das ist total geil. Aber dass du dann halt auch Leute hast, die zufälligerweise auch dahin wollen, ne? Ist halt immer schwierig, sowas. Aber halt auch verständlich bei so einer Zahl, ne? Ich hätte schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt sagen würde, komm, ich spiele jetzt auch mal einen Monat GTA, jeden Tag oder 6 Tage die Woche und bin Besuch vom Kiez. Hätte ich auch ein schlechtes Gewissen. Aber ich befürchte, das würde saulustig werden. Sehr, sehr viele Streamer, die GTA spielen, gehen viral. Alle über 10. Alle, die mit Monte spielen. Ja, und wenn Monte aufhört. Ja, aber auch das kann man verstehen. Also menschlich, das jetzt mitnehmen. Ne? Ich habe keine Ahnung, der wird jetzt 20.000 Subs haben oder so. Ich meine, überlegt mal. Ich kann euch schon sagen, dass es für mich lebensverändernd wäre. Wir haben letzten Monat die 1.000. Habt ihr die 1.000 Subs voll gemacht? Ich kann euch sagen, für jemanden, der so lebt wie ich, ist es schon lebensverändernd, wenn die 1.000 gehalten würden. Da werden jetzt alle sagen, das langt nicht und bla 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 und so weiter. Mir langt das in Verbindung mit anderen Sachen und so. Locker. Also, wenn man dann sich darauf was aufbauen kann und das regelmäßig ist, und dann ist das ja so ein Teufelskreis, der dann halt positiv ist. Wenn die Leute sehen, dass das regelmäßig bleibt, kriegst du vielleicht das und dann das. Ja. Deswegen kann ich verstehen, wenn Leute sowas mitnehmen. Monte hatte die 40k. Monte ist durch. Monte müsste nie wieder was machen, wenn er es vernünftig anstellt, Leute. Ja. Und Monte gönne ich jedes einzelne Ding. Monte hatte niemanden, der gesagt hat, hey, das ist übrigens Monte. Und da können Leute sich drüber lustig machen, wie sie wollen und den nicht mögen, das ist auch okay. Ich mag auch nicht alles, was er macht. Aber verfickte Scheiße, man muss halt auch mal Respekt haben, ne? So, jetzt ist soweit, Leute.
Leute. Mann. Hier, Matt. Ich kann euch nur sagen, und jeder, der gerade zuschaut, der schon hier war, weiß das, der ohne was zu tragen hier hochgekommen ist, macht das mal dreimal hintereinander mit richtig gut schleppen. Viel Spaß, sag ich mal. Also schön vorsichtig. So, der kleine Balkon ist eigentlich gedacht für den Balkon oder hinten rein für wenn ich zwei Leute finde, die so bescheuert sind und mir helfen, hinten in die A-Klasse eine Cocktailbar zu bauen, ne, brauchen wir da drin noch einen kleinen Kühlschrank. Egal, wer das gerade geschrieben hat mit dem Excel, es war schön, solange du da warst. Tut mir wirklich ein bisschen leid. Lieber Beiständer, das ist Majestätsbeleidigung auf die ganz andere Art und Weise. Ich kann nur sagen, es war schön. Mach's gut. Ich mach da nur Spaß.
Ey, Timeout aufheben. Hallo? Ich dachte gerade schon, jetzt hat sich mein Programm aufgehangen. Ich schmeiß dich schön raus für 10 Minuten, Programm hängt sich auf. Wir haben nur Spaß gemacht. Also ich finde das Schild mega cool. Ich werde das hier so lange irgendwo schön hinstellen, bis die beiden das haben wollen. Mega. Mega cool. So. Boah, aber ich bin Alex und mir gefällt das Elex. Das ist geil, oder? Alles, was Bo macht, ist geil. So, 3 Päckchen habe ich bekommen übrigens. 3 Päckchen habe ich bekommen. Muss mal gucken, was da drin ist. Die sind so sauschwer. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Mir jemand frischen Dung geschickt hat. Oh, geil. Ja, ich muss auf jeden Fall, morgen muss ich den schreiben. Kaktusfeige, Leute, wie geil. So. Na dann wollen wir doch mal schauen. Also wir hatten im Untersektorhaus eine Kaktusfeige-Limo, die war mit das Leckerste, was man trinken kann, wenn man es sich zur Hälfte mit Wasser verdünnt hat. Ansonsten war es einfach zu süß. Und das hier, ich habe keinen Schimmer. Wir warten ab. Keine Ahnung, Leute. Ich, wie gesagt, es ist okay. Ausrufezeichen, ne? Wisst ihr Bescheid? Triebwerk, da kriegt ihr alles, wenn ihr Neukunden seid, sogar 30% billiger. Und wir sind halt auch nicht so viele und die bestellt haben, das hält halt auch erstmal für 3-4 Monate. Ne? Und ich habe denen jetzt nichts in Rechnung gestellt, ich habe es vorhin schon erzählt. Ich werde da wahrscheinlich morgen mal hinschreiben.
sagen, Leute, ihr habt es ja gesehen, ich habe mir nichts in Rechnung gestellt. Was wollt ihr mir geben für die Monate? Ich weiß, das ist nicht viel gewesen, aber die zu guten Zeiten kommen. Wollen wir noch, wie wollen wir noch zusammenarbeiten? Ich mag das sehr gerne. Also, wenn die sagen würden, weißt du was? Ne? Fuffi, und du kriegst Zeug von uns. Und dann ist das für mich auch okay. Ich bin halt nur klein. Irgendwie, ne? Was soll man machen? Aber das Zeug ist wirklich lecker. Also, sonst würde ich das nicht tun, hier, was ich hier mache. So, wir nehmen Eis. Ich bin echt gespannt. Kaktusfeige, Leute. Der Wolf, das Lamm, reit Hurz. Horror. Wie geht das? Christopher, sag mir, wie das geht. Oh, das ist geil. Das ist nicht so süß. Einmal ist eh nicht sogar drin oder gar keiner. Oh. Oh. Also, wenn alles gut ist, dann geht ihr auf den Shop und bestellt euch einfach mal von allem die Probepäckchen. Lohnt sich. Lohnt sich. Boah, lecker. Ja, dieses Ding hier, ne? Muss ich ja Jenny und Björn eigentlich mitbringen. Warum höre ich denn eigentlich so oft, ich bin klein, deine Zuschauer und Sub zählen? Zählen Menschen. Ich bin ein Streamer. Der, du hast vollkommen recht. Das war auch eigentlich gerade nicht so ernst gemeint. Aber, der Basti hat das gestern ganz gut gesagt. Wenn du irgendwas zwischen 0 und 50 Zuschauern hast, dann, hast du, dann ist das total komisch. Du hast ganz, ganz viele Donations zum Beispiel. Und wenn du ab 1000 Zuschauer hast, dann kriegst du Subs und ohne Ende. Und wenn du noch mehr Zuschauer hast, dann kriegst du noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann gibt es so eine Phase dazwischen, da sind wir halt drin, schon seit anderthalb, zwei Jahren. Die ist so in der Mitte, wo viele Leute aufhören, dich zu gucken oder machen eine Pause, dich zu gucken, weil du denen einfach mal auf den Sack gehst. Wo ganz viele Leute sagen, ah ja gut, jetzt brauche ich keine Unterstützung mehr, jetzt ist er jetzt groß genug. Wo Leute generell einfach aufhören, dich zu gucken, weil du halt denen zu groß wirst, weil die der Meinung sind, du bist, es ist nicht mehr persönlich genug. Und das ist der Punkt, das ist der schwierigste Punkt. Und da sind wir gerade. Aber das wollte ich damit gerade gar nicht sagen. Das eigentlich war gerade nur Spaß. Ich weiß, dass ich immer gesagt habe, von dem Moment an, wo ich weiß, dass mehr als 100 Leute zu gucken, sind mir die Zuschauerzahlen egal. Ne? Nun ist es halt aber so, dass das ja nicht nur immer von dir abhängig ist, dass die Leute sagen, pass auf, wenn du das und das schaffst, dann kriegst du das und das vielleicht. Ne? Darfst du halt auch nicht vergessen. Und ich freue mich ohne Ende. Als ich gesagt habe zu meiner Mama, sie soll hierher ziehen und sie sich dazu entschieden hat, hierher zu ziehen, war mir völlig klar, dass meine Mama häufig in den Streams auftauchen wird, weil wir viel zusammen machen werden. Und meine Mutter hat voll die Bedenken gehabt.
Und ich habe gesagt, Marc, du hast keine Ahnung, wie lustig du bist. Wenn die Leute erstmal sehen, wie lustig du bist, ist das cool. Und wenn die Leute erstmal raffen, wie wir miteinander umgehen, ist das auch cool. Trotzdem hat meine Mutter sich voll die Gedanken gemacht und so. Und ich habe auch gesagt, es ist mir scheißegal. Wenn dadurch nur noch 50 Leute sind, dann ist das so. Aber ich finde das cool, dass du hier bist. Ich beschwere mich doch auch gar nicht. Ne? Es ist aber halt manchen Leuten nie genug für gewisse Dinge und so. Ne? Deine Mutter ist der heimliche Star. Sei froh, dass ich deinen Namen nicht lesen kann. Ne? Ich muss schon wieder einen rausschmeißen. Warte. Schön mit dir. Mach's gut, ne? Tschüss. Adios. Mut bei Muchacho. Ai, ai, ai. Blume voll. Tschüss. Wenn du jetzt denkst, ich heb deine einfach auf, hast du nicht ganz. Ja, okay. Also nochmal. Erfolg ist ja auch relativ. Ne? Ich kann euch sagen, dass bis 500 bis 1000 Zuschauer geht niemand unter im Chat. Mein Chat läuft normal. Ich habe ihn nicht mal langsam. Wenn ich meinen Chat langsam mache und vielleicht, dass du nur alle 5 Sekunden was schreiben darfst oder 10, dann ist das völlig easy. Die Zahlen, wo es quasi unmöglich wird, das alleine zu stemmen oder so, ne? Sind halt riesig. Ne? Ja, ich weiß, dass Werbung ist. Ich weiß, dass Werbung ist und ich weiß auch, was für spannende Sachen ich gerade erzählt habe. Das geht ja nicht persönlich gegen dich, sondern gegen die Leute, die hier halt rummeckern und so. Die meisten lurken doch eh. Ja, ich auch. Ich doch auch. Ist ja auch ganz normal, Grumpy. Ne? Aber trotzdem sind es ja Zuschauer. Aber deswegen sage ich ja, ich gebe dir ja recht. Also, ich meine das todernst. Wenn das so bleibt wie letzten Monat, dann brauche ich mir gar keine Gedanken mehr zu machen. Denn es wird ja nicht weniger, sondern es wird ja immer einen Tag mehr irgendwie. Wenn man die Grenze einmal geschafft hätte, wäre das großartig. Ne? Ne? Was soll man sagen? Das ist halt so Fakt. Und alle Leute, die sagen, ja, aber, sind halt einen anderen Lebensstandard gewohnt. Ne? Oder versuchen nicht noch auf andere Wege irgendwie an Kohle zu kommen oder so. Ne? Wenn Leute sagen, du brauchst 5000 Subs, um davon leben zu können, habe ich keine Ahnung, was die für einen Lebensstandard haben. Weiß ich nicht. Weiß ich einfach nicht. Keine Ahnung halt. Nein, meckern geht gar nicht. Missverständnis. Hier, Spargelkopf, Obacht, ne? Wähle deine nächsten Worte weise. So, aber wir haben ja noch mehr. Das hier habe ich mir mit Express bestellt. Und es ist geliefert worden am 6. September. Heute ist der... Ja, genau. Ne? So expressig war das. Wo ist denn jetzt die Schere hin? Alter Scheißdreck, wo ist denn Schere? Reingeguckt hat anscheinend wohl auch jemand. Nein, oder? So, das sind richtig teure Kabel. 15 Meter Kabel, 4K. Ihr könnt ja mal gucken, wie teuer die Dinger sind. Die sind richtig teuer. Hat sich wohl jemand gedacht, Scheißendreck, zu Kabel, kann ich nicht was mit anfangen. Ey, Kölner Hai, ihr müsst gar nichts. Ich muss nichts, ihr müsst gar nichts irgendwie. Weißt du, das Ding ist so. Ich hätte furchtbar gerne eine Kooperation mit einem Computeranbieter. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und was für Bartpflege, wenn da irgendwie, wenn es bei 1000 Subs bleiben würde
und man Kooperationen für insgesamt 500 Euro im Monat hinkriegen würde. Ihr habt keine Ahnung, was wir alles auf die Beine stellen können. Ich meine das ernst. So. It's amazing. So, das ist auch endlich angekommen. Ja, geil, oder? Können wir damit Seil springen? Möchtest du damit Seil springen? Kann ich nicht, Itachi. Ich bin, nee, das ist, Virtus, du kannst schon einfach ein Kabel kaufen, glaub mir. Ne? Sonst würden sie es ja nicht 15, sonst würdest du zweimal 7,5 kaufen und dazwischen einen Verstärker machen. Ne? Deswegen war es ja teuer. Aber, ich verstehe deine Frage nicht. Ja, Smurf-Shop, das läuft ja auch. Ne? Das läuft ja auch. Ne? Da muss man halt jetzt gucken. Ich hab mir gesagt, bis Ende des Jahres gucke ich mal, wenn bis dahin irgendwelche Sachen zustande gekommen sind, okay. Ansonsten muss man sich einfach mal zusammensetzen und da muss man mal gucken. Halt, ne? Ich denke, dass das funktioniert. Irgendwie. Aber wir müssen halt einfach mal abwarten. Jetzt ist halt Respawn, ist jetzt To Reach, glaube ich, heißen die, ne? Erstmal ein bisschen neu ordnen und da muss man dem Ganzen noch mal zwei, drei Monate Zeit geben. Und ich bin ja auch bei weitem nicht der Größte. Ne? Also der Größte, ich meine, ihr müsst mal schauen. Einfach. Ihr könnt einfach mal schauen bei To Reach, wer da alles mitmacht. Ne? Das ist total lustig. Die Piranhas und ich, wir waren vor 3 Jahren waren wir bei Medion. Und haben gefragt wegen einer Kooperation, haben uns ausgelacht. Und wer hat jetzt, was hat Medion jetzt gesponsert? Knossi. Ne? Och, Virtus, denk doch einfach mal hier, von hier bis 2 Meter weiter. Das sind arschteure, extra dafür gemacht, 4K. Kabel, die sauteuer sind, mit einem riesen Zeug hergestellt worden sind, damit sie keinen Verlust haben, über 15 Meter. Deswegen sind sie auch so teuer. Sonst hätte ich mir doch zweimal 7,5 Meter mit Verstärker bestellt, oder? Mann, ey. Leute, Murmel anwerfen, denken. Je länger das Kabel, umso schlechter. Hat man uns damals beigebracht. Geh wieder ins Bett, Virtus. Das wird so nix. Sei denn, du kannst mir sagen, wo ich meine Schere hingelegt habe. Hier laufen wieder die kleinen Männchen rum und nehmen einfach alles mit. Ne? Ist schon ein bisschen assi irgendwie. Ich bin aber auch nicht so überzeugt von Medion, bin ich ehrlich. Timeout für diese, es hat dich niemand getan. Hypox, wahrscheinlich hast du Kabel, Fett oder Zwiebel geschrieben. Die stehen hier auf der Blacklist. Ich glaube, hier ist gar kein Mod im Moment.
du Scheiße. Kabel steht hier auf der Blacklist, weil ich meine, irgendeine Sendung gemacht habe und da hat man die Rückseite von meinem Setup gesehen und da hängen natürlich überall Kabel. Und jeder zweite Satz war, oh, dein Kabelmanagement, oh, dein Kabelmanagement, oh, dein Kabelmanagement, oh, dein Kabelmanagement, oh, dein Kabelmanagement. Und irgendwann konnte ich es nicht mehr hören. Und dann habe ich Kabel auf die Blacklist gesetzt. Und es war so ruhig und so entspannt, es war ungefähr so. Ah! Hupallergie, Hupagie habe ich. Ja, kann es zu Störungen kommen. Deswegen habe ich extra 40 Euro pro Kabel ausgegeben, damit das nicht der Fall ist und ich keinen Verstärker anbringen muss. Verstehen Sie? Ne? Ganz viele Bewertungen gelesen, mich schlau gemacht und habe echt viel Geld ausgelegt. Genau deswegen. Weil wenn du einen Verstärker daran packst, dann hast du immer mehr Probleme, wo es brechen könnte und so, weißt du? Da ist Toad in der Kiste. Das ist korrekt. Aber danke fürs Spoilern, Christopher. Du bist halt einfach ein Arschloch. Ne? Keiner schreibt was, aber du bist halt einfach ein Arschloch. Ne? Da muss man halt einfach durch. Ne? Sobald du irgendeinen Spruch bringen kannst, sobald du irgendwie spoilern kannst oder so, das Tor der Kiste! Ne? Ein Topkissen. Geil. Das ist meins. Das T-Shirt ist auch meins. Ne? Loot Chest, könnt ihr ja mal gucken. Hi-Fox, weiß ich nicht auswendig. Musst du einfach suchen. Auf Amazon. Kannst du, findest du. Such dir selber die, die du am besten findest. Was ist das denn? Weiß ich schon wieder mal nicht, was das ist. So ist er, der Christopher. Ja, mach ruhig weiter so. Was ist das? Kann mir das jemand sagen? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, da unten ist ein Gameboy. Ne? Hörst du? Also Leute, wenn ich doch gerade erzähle, dass Kabel auf der Blacklist steht, weil ich mal eine Sendung gemacht habe, wo man mein Setup von hinten gesehen hat und ich habe, glaube ich, eine Minute lang gerade gesagt... Boah, dein Kabelmanagement, boah, dein Kabelmanagement, boah, dein Kabelmanagement, boah, dein Kabelmanagement, boah, dein Kabelmanagement. Und deswegen habe ich Kabel auf die Blacklist gesetzt. Um dann eine Minute später zu fragen, warum wurde meine Nachricht gelöscht? Really? Soll ich die Geschichte nochmal erzählen? Hast du den Ton an? Wer war das denn überhaupt? Speedy, hast du den Ton an? Also, Jeans, was ist das? Ja, aber ich hab's doch eine Minute vorher erzählt. Speedy, ich hab's eine Minute vorher erzählt gehabt. T-Shirt ist Glurak von Pokémon. Okay, und ist das da unten nicht ein Gameboy? Köln High, make it well, Zucker. Naja, also das T-Shirt ist nicht so meins. Mir egal, ja. Schön Olli verarschen, was haben wir hier? Also, mit sowas? Ganz sehr. Aus der Reihe. Den finde ich geil. Echt, das T-Shirt findet ihr cool? Ich kann damit nichts anfangen, aber ist ja auch nicht meins. Dann haben wir eine Call of Groovy. Jeans, du hast das doch schon. Jeans,
tut jetzt wieder so, als aber Jeans hat doch die Box. Nice. Also allein das Buch kostet 26 Euro. Die Kiste inklusive T-Shirt kostet, glaube ich, 25 Euro. Allein das Buch kostet normalerweise 26 Euro. Nur mal so. Luches T-Shirt waren zumindest, als ich sie noch hatte, immer unlizenziert. Deshalb Crossovers, aber teilweise gut gemacht. Was auch immer das heißen soll. Sowas darf man mir nicht erzählen. Das kommt auf meine Liste und in Monaten, wenn du damit nicht rechnest, packe ich alle alten Geschichten aus. Was für alte Geschichten? Wenn I9inch oder ich über die Länge was erzähle, dann ist das K-Wort mit enthalten. Muss halt Qualität haben. Wenn ich was über Länge erzähle, ist es meistens das P. Ja. Ja, das ist also drin. Ich finde das Kissen ja geil. Es ist drunter in der Kiste. Ich hab's gesehen. Es ist tot in der Kiste. Ich bin Christopher. Ich hab alles gesehen. Er ist tot. Leute, ich hab's gesehen. Doch. Oh. Christopher ist so einer. Der war immer der hier. Olli Marek Blehaherz. Moin, Kojak. Oh, dann ist bei dir jetzt gerade früh morgens. Bist du gerade aufgestanden oder? Ist es bei dir 7 oder was? 7 Uhr morgens? Ich weiß es! Christopher weiß es! Ich hab's schon gesehen! 27 ist die Antwort! Aber du warst doch gar nicht dran. Aber ich weiß es doch! Wer kann solche Leute leiden? Niemand! Uhr, geil. Habe ich mir gedacht. Ich kann solche Leute leiden. MT, ich habe gestern versucht, dich anzurufen. MT, ich mache jetzt Schluss und rufe dich an. Oder sollen wir im Stream? Hast du jetzt überhaupt Zeit und Lust? Heute generell. Oder morgen habe ich ganz frei. Morgen wäre besser. Morgen hätte ich den ganzen Tag Zeit. Weil ich habe ganz vergessen, es ist schon 3:15. Ich kriege gleich Besuch. Morgen ja, aber beim Essen habe ich bin gerade am Arbeiten. Morgen? Hast du morgen irgendwann Zeit? Oh, bitte, wenn du noch einmal die Geduld mit mir hast, das wäre so wichtig. Ehrlich. Bitte, MD. Ich mach's auch wieder gut. Du kriegst die Kiste, wenn du möchtest. Kojak ist Urlaub. In Mexiko. Ich bin morgen, Mexiko gibt morgen Burrito. Lecker. Morgen ab 12.30 Uhr, wie lange wird es dauern? Das hängt von meiner Blödheit ab. Ich werde einmal quasi aufnehmen, wie das funktioniert, wie ich über den Server mit zwei von den Dingern halt online gehe. Aber das erzähle ich dir morgen. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann gehst du einfach, das ist mein Pech. Aber 12.30 Uhr morgen steht. Sehr geil, dankeschön. Schön, dass du reinschaust. Ach so, ja, kriegen wir hin, super. Ich könnte ja mal gucken, ob die...
Jack, du hast keine Ahnung, wie heftig das Ding ist. Ohne Scheiß. Was wollte ich denn jetzt hier eigentlich machen? Ach ja, ich weiß, was ich machen wollte. Gucken, ob der Subcom wieder funktioniert. Da, er funktioniert wieder! Frempetempam. Lecker. Hier. Muchacho Armia! Aber Jack, ich war halt auch ganz großkotzig. Da ist ja nur eine Batterie drin. Nee, oder zwei kleine Batterien sind da drin. Und ich so, ja, was kann das schon sein? Alter Falter, das ist schon krass. Also Fliegen und Motten, die haben keine Chance. Wespe habe ich damit schon getroffen. Die überlebt einmal, aber Alter, auch nicht richtig gut. Mein 15 Meter K hält schon seit Jahren. Und für uns als allein so viel Mist bei Amazon ohne wirkliche Datengarantie. Kaufe nur noch die Marke, bin super zufrieden. Ist doch super. Macht euch selber schlau, Leute. Ich habe ewig lang geguckt und habe Leuten Fragen gestellt und und ich wollte einfach mal in zwei richtig fette 15 Meter Kabel investieren. Nie wieder. Das ist schon echt krass. Aber Leute, wenn alles gut läuft, kriege ich heute die Schlüssel von der Wohnung nebenan und dann zeige ich euch mal die Wohnung nebenan. Das ist ein Traum. Die Kleine wird bis zum Ende des Monats fertig gemacht. Und wie gesagt, ich bin ja nicht immer hier, ne, aber zum Streamen. Und dann könnt ihr euch das bestimmt mal anschauen, wenn ihr wollt. Ne? Und wir werden die Wohnung wahrscheinlich so einrichten, dass in beiden Wohnungen ein großer Fernseher hängt und eine Playstation ist. Das heißt, ihr könnt euch einfach mal mit zwei, drei Leuten ein Wochenende zurückziehen. Schachtel Bier steht auch bereit für euch. Und einfach mal fünf halbe gerade sein lassen und das ganze Wochenende zocken oder Filme gucken oder was weiß ich nicht was. Ne? Ist schwierig, gute Qualität. Ich habe es ja doch jetzt noch nicht probiert. Ne? Kann ja auch sein, dass das totale Scheiße ist, aber ich habe mich echt lange schlau gemacht, weil die halt echt teuer sind. Ne? Und jetzt, Stefan, guten Tag. Und jetzt, Leute, machen wir das nämlich so. Die Loot Chest Box. Mal gucken. Entweder am Wochenende oder am Montag oder Dienstag geht sie raus, würde ich sagen. Wenn jetzt wieder einer schreibt, wo ist Olli hin? Dann mache ich schon mal den Sicherheitsmittelfinger. Manchmal zahlt man auch Lehrgeld. Ja, aber, ne, also, ich will kein Lehrgeld, nicht schon wieder. Ne? Deswegen habe ich mich ja lange schlau gemacht und so. Also, ich hoffe einfach mal, dass das funktioniert. So, jetzt machen wir das. Ich muss ja auch noch die anderen Sachen neu einrichten. Das dauert bestimmt auch noch mal eine Stunde. Und um 5 Uhr kriege ich Besuch. Warum zwei Wohnungen, wenn ich fragen darf? Zum Airbnb. Ne? Mein Vermieter und ich tun uns zusammen. Und ich kümmere mich drum, er macht die Wohnungen fertig. Und dann kann man die Airbnb. Das ist dann eine Nebeneinkunft von mir, für mich. Ne? Das ist super. Damenbesuch. Kannst ja mal den André fragen. Damenbesuch. So, wir raiden mal zu einem sehr coolen Typen rüber. Der versucht zum Beispiel, Deals für mich auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, dass er auch bis Ende des Jahres da ein paar schöne Sachen auf die Beine stellen kann. Er ist einer von den Guten und hat die schönste Mütze auf ganz Twitch. Spielt New World und ich hatte Spaß für 10 heute. Nehmt mich nicht immer so ernst, wenn ich mal rumkacke. Ich nehme euch auch nicht ernst. Manchmal. Mal, ne? Und so, wisst ihr Bescheid. In diesem Sinne wünsche ich euch einen super schönen Tag. André und ich gehen heute wahrscheinlich hier nicht online, sei denn, er möchte unbedingt. Und wir werden versuchen, die Homepage zu fixen oder neu zu machen. Oder zumindest
von der Dings und Bums zu nehmen. Grüßt mal den Surenia, lasst mal einen schönen Gruß da. Wir hören uns vielleicht morgen, sicher Samstag und Sonntag lange. Danke für die ganzen Subs, für die Bits, für die Follows. Demütigst sage ich Tschüss. Bis allerspätestens Samstag.